Hallo, schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Heute siehst du zwei einfache, leckere Rezepte, die ich zubereitet habe mit Spitzkohl. Besuche auch gerne meinen Kanal T4 Liebe, alles über mein Auto und Michael Hirte-Fan, alles aus meinem Leben, was mich interessiert. Viel Spaß! Lass gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Ich habe den Spitzkohl und den Würsikkohl kleingeschnitten und in einer Brühe weich gekocht. Dazu habe ich unter anderem Gewürze gegeben wie Salz, Pfeffer, Chili, Koriander und Garam Masala. Natürlich sind das die Gewürze von gewürzmaster.de. Ich habe dann von einem Teil eine Kohlsuppe zubereitet, war ja nicht mehr viel zu machen, und von den anderen dann leckere Puffer oder ja, Kohlplätzchen, kann man sagen, wie man will. Dazu habe ich dann noch Eier gegeben, Mehl und geriebenen Käse. Das Ganze habe ich im Backofen Lecker sieht das für aus. circa 40 Minuten nochmal gegeben, bis die lecker braun waren. Dazu leckeren Und ich kann Frischkäse sagen, oder die haben Quark einfach oder fantastisch einfach geschmeckt. pur Hätte essen. sicherlich auch Mega funktioniert, wenn ich es lecker. in einer Pfanne gebraten hätte, aber Das ist meine schon Kohlsuppe. aufgrund der Ich habe das Kalorienzahl habe jetzt ich in sie mir halt im gemacht. Backofen abgebacken. Meine Suppe habe ich nur noch ein bisschen Bisschen Joghurt so. zugegeben, ein bisschen scharfe Bisschen Soße. Bügelwurst drin, scharfe Soße oben Somit drauf. hatte ich zwei Und Essen, Schluss. die wirklich lecker waren. Zwei Gerichte mit den gleichen Inhaltsstoffen.